vielleicht kaufen. Naja, wenn man so lange. So, und mit diesem wunderschönen Geräusch. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Yu-Gi-Oh! Death Pro. Death Pro Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Pro Death Pro steht da oben links. Gerade auf dem Rand. Voll gut heute gezogen, heute noch mal wieder was Neues. Ja, auf der Hand zu haben, mit den Ninjas. Der Weiße. Mal ein etwas anderes Deck, das man nicht gerade häufig sieht. Genau, das ist nicht wirklich häufig, aber kann trotzdem ganz Boxer hier, Kämpfer gegen Kämpfer hier. Ja, wer ist besser, Ninja oder Boxer? Elemental natürlich. Und Kaiser Kolosseum, wie mich das aufregt. Was kann das Kaiser Kolosseum? Naja, wenn er Monster kontrolliert, darfst du höchstens so viele haben wie er. Ja, das war das. Oh. Ey, das ist eine der teuersten Commons überhaupt. Auf der YCS wurde sie für 15 Euro verkauft. Ja, nicht schlecht. Genau, Bene Colin, ihr wart bei der YCS, erzählt mal. War voll. Ich hab Bullshit gezogen ohne Ende. Aber war halt echt, hat toll Spaß gemacht. Ja, war auf jeden Fall. Ach nö, ich will da nicht Stufe nehmen. Ja, war zwar sehr teuer, aber bringt aber wenn er angegriffen wird, wird er zerstört, ne? Automatisch ist sein Effekt, ja. Na, da war Erfahrung gebracht, hat Spaß gemacht, schon Leute kennengelernt. Genau. Zwei Tage lang einfach durchzocken mit Yu-Gi-Oh! Und ich habe Exitronritter aus dem Booster gezogen, das ist toll. 80 Euro, Knecht. Ach, 70 eher. 70, ja. Für 80, 85 wurde er dafür gekauft. Eine weil das kurz vor dem Turnier war. Weg. Das hat er schon mal voll fett geil gemacht. Das war für ihn. Was war das? Der Flammenrüstungs-Ninja? Ja, der Flammenrüstung wird eh gleich geopfert bei der nächstbesten Situation. Für was? Entweder für Simok oder ich hol mir Hanzo und hol mir noch einen auf die Hand. Wahrscheinlich wird's mit Hanzo enden. Und okay. Ja, ganz ehrlich. Ja, Kette an oder lass es noch. Ehrlich, ich will Dinge zu mir haben. Will ich das auch nochmal was fertig? Das gibt mir jetzt schon auf den Krieg zu setten. Ja. Ja, die einzige Handkarte, die Pierre gerade hat, ist der weiße Ninja. Die nutzloseste Handkarte im ganzen Deck. Oder Ninja des weißen Drachen. Und seit ich die drin habe. Was geht denn jetzt bei ihm? Okay, er hat ein echt tolles Deck. Geil, ey. Den weißen Ninja kann man als, nur als Spezialbeschwörung. Nur als Spezialbeschwörung. Mit Super Transformation. Nee, mit einer Ninjutsu-Karte. Mit einer Ninjutsu-Karte aus dem Deck, aber nicht von der Hand. Das heißt, auf der Hand ist er sowas dran. Mit ihm kann ich ihn aus der Hand beschwören. Oh, okay, das aber ich hab's noch nie gemacht, weil ich muss alle drei Flammenrüstungen in einem Zug spielen und einen auf Stufe 7 bringen. Ja. Oder halt mit dem Erdrüstung 2 und dann ihn auf Stufe 7 und dann kann ich ihn auch rufen, aber wann macht man das? Ja. Kommt sehr selten nach. Aber theoretisch ist das möglich. Oh yeah. Da gibt's vielleicht noch irgendein anderes Monster, was du über den weißen Drachen spielen könntest. Meinst, mich mit dem Decker nicht aus. Meinst du stärker und noch ein Ninja, der stärker ist? Nee, ich meine irgendwas anderes, anstatt den weißen Ninja. Nee, der weiß es im Prinzip, der ist für die Kombo gut, wenn du wirklich Simok und ihn draußen hast und beide mit sicherer Zone gesichert hast, dann kann der Gegner nichts mehr machen. Also dann gibt's nur noch ganz, ganz wenige Karten, die dann überhaupt noch was gegen DD-Kriegerin ausrichten können. Ja, zum Beispiel. Also es gibt wirklich nicht viele Karten, die dann noch, also vor allem im Metagame ist das dann tot. Ja. Ja, stimmt. Wasserrüstungs-Ninja. Habe ich ja selbst die Erfahrung gemacht mit dem Generalschlüsselkäfer und der sicheren Zone ist quasi dasselbe. Ja. So. Du hast die Kombo hier, also wahrscheinlich sogar noch ein Chicken besser ist. Ja. Haben noch mehr Power, glaube ich, auch beide. Der hat ein bisschen mehr Power und dazu sind alle deine Zaubernfallen geschützt. Ja, stimmt. So, Hanzo-Effekt, einen Jutsu. Nee, ich krieg ein Monster. Karte, nee, Monster war das. Ich hab einen daher krieg ich ein Monster. Stimmt, da war das Monster. Gott, so ein Monsterwesen. Ja, ganz klar, eine Erdrüstung-Ninja. Ein Erdrüstungs-Ninja. Wunderbar. So, wollen wir mal gucken, was er hat. Wirklich. Ja, Hanzo, auch eine witzige er hat wahrscheinlich, Karte. Konterschlag. Sag ich einfach mal. Wer weiß. Okay, und er hat verkackt. Er kann jetzt zwei Runden lang nicht ziehen und er hat noch. Er hat Max 10! Er hat zwei nur zugeschlagen verdeckte Karten und kann zwei Runden nicht ziehen. Good game. Ja. Ja. Sehr schön. Na komm, beenden. Oh Mann. Er überlegt gerade, wie wir Reißen aktivieren? Nee, das geht nicht. Endphase. Na also. Oh. DTF? Warum ist der Ton aus? Ja, geil, ey, super Transformation, ey, der Hammer. Okay, wir spielen jetzt erstmal ohne Ton. Alles klar, der Ton ist wieder da.
unheimlich. Ja. Konntest du nicht die Erdrüstung für Ninja spielen? Spielt, glaube ich, nee, an meinem. Den habe ich falls er eine Neo Force hat, habe ich mir den geholt. Den hätte ich ihn specialen können. Obwohl ich halt den Gegner hätte Monster gemacht. Also Stufe 5 hat der? Ja, der hat Stufe. Ah, okay, vergiss es. Aber er ist halt immer gut für den Fall, dass der Gegner wirklich mal einfach mal einen scheiß Zug macht, du hast ihn auf der Hand, kannst nächste Runde einfach scheiße bauen. Oh yeah. Er darf wieder ziehen! Unglaublich. Nächster, doch jetzt schon. Nächsten Max C. Oh, noch eine verdeckte Karte, super. Okay. Noch ein 7 Werkzeuge des Banditen, oh yeah. Yeah. Komm, jetzt gibt mir noch Klammrüstung. Oh, ich will erst mal gucken, was er da hat. Oh, ich bin hier auf dem Extra. Ich habe nur 10 Karten im Extra. Ja, da hattest du auch noch was vergessen. Das Extra Deck hat eben nicht bearbeitet. Das Extra Deck muss ganz dringend überarbeitet werden. Ja. Das Extra Deck ist immer voll scheiße. Retro. Was anfangs, als wir wieder angefangen haben. Ja, das ist wirklich alt. Das Extra Deck fehlt einiges. 2 Jahre ist das schon alt. Ja, gut, komm, machen wir einfach Schaden. 2 Jahre doch nicht. Doch. Nee, länger schon. Nee. Doch, ziemlich genau 2 Jahre. Doch, ungefähr. An Robins Geburtstag haben wir wieder angefangen vor 2 Jahren. Ja, aber da haben wir nicht diese Decks gehabt. Nein. Nee, das fing dann um meinen Geburtstag rum an. Witzig, ne? Ja, das ist. Das. Oh, hat er die verdeckt gespielt? Ja. Ja? Ja, ist echt ein Herr. Achso, jetzt macht er das. Counterblow. Ja. Oh, nee, er hat Chatter. Na, vielleicht hat er jetzt ja ein Blastkin. Yeah, immerhin. Ja. Ja, das war das Schlauste, was er machen konnte. Mhm. Ja. Ja, würde ich mal sagen, ne? Hast ja auch noch deinen Rostnebel, falls er spezial geschworen wird. Ja. Will werden nochmal die Angriffspunkte halbiert ja. Vom spezial gesponnenen Monster. Oh, verbotene Lanze. Das war jetzt einfach nur bescheuert von ihm. Ja, das war es wieder. Jetzt wird Glasklin Kampf zerstören, dann kann sie nicht mal was wieder raussuchen. Er macht es auf einen so genial. Vielleicht ist es ihm nochmal eingefallen, nachdem er es aktiviert hat. Ja. Ja, okay, jetzt ist Hans auf Verzauberung fallen geschützt. Aber geil. Und ein Switcher da auf die Hand. Ja, die letzte Karte, damit konnte er die ganze Zeit nichts machen, das heißt, nächste Runde. Hat er die nicht erst letzte Runde gespielt, die letzte Karte? Ja. Aber damit konnte er trotzdem nichts machen, glaube ich. Vielleicht eine erste Warnung oder sowas. Tja. Oh, super. Ah, hallo, hallo. 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 Und da kommt er, was holen wir uns denn? Ja, ganz ehrlich. Alchemie. Das wird jetzt witzig. Spezialbeschwören. Ja, Blade Armor Ninja. War eine ganze Zeit lang eine meiner Lieblingskarten. Ja. Ist auch ziemlich nice. Einfach mal zweimal angreifen, 4-4 Schaden. Und das Beste? Genau, nochmal 2 Karten ziehen. Nochmal 2 Karten ziehen. Oh yeah. Yeah. Oh ja, und eine sichere Zone, geil. Erstmal Effekt. Aktivieren. Bist du sicher? Du willst zweimal angreifen? Ja, ich will zweimal angreifen. Auch viel zu Mainstream. Ja. Mit dem zweimal angreifen ist so Standard. Ja. Ich kann oder ist es einfach nur einmal anzugreifen? Nee, nee. Ich kann natürlich auch mit ihm zweimal angreifen good lassen. Good Game, würde ich sagen. Das war's. Ja. Naja, Good Game. Der Gegner hat einfach nur Scheiße gehabt. Na, das einzig Nervige an den Boxern ist, wenn man Bleihoch und Kaiserkolosseum draußen hat. Ja. Ja. Das hatte ich in meinem ersten Duell auf der YCS. Ich ziehe natürlich keinen mystischen Raumtyphon. Ja, ja, den hätte ich auch gerne öfter gezogen. Ey, gut, ich spiele mystisch nur einmal drin, ne? Der mystisch. Ja, trotzdem, ich konnte nur ein Monster rausbringen und. Ja. Spiegelkraft und so helfen gegen Bleihoch auch nicht so sehr. Nee. Ach ja, der Bleihoch. Wenn du sie dreimal nutzt, also wenn du ihn dreimal zerstörst, dann schon. Ja, dreimal zerstören, das heißt, ich auch erstmal 3 Karten. Oh ja. Klasse, um einen loszuwerden, dann kommt gleich der nächste. Ja. Ja, mal gucken, was gleich geht. Was er macht. Mhm. Eine Verdeckte. Oh ja. Die zweite. Oh ja. Nase. Oh no. Das sind mir die Nase. Das sind mir eindeutig zu viele verdeckte Karten. Kenn ich nicht.
Die Zahl passt. Naja. Eine ist mehr als... Für eine OTK zu machen, ist es mir zu viel. Na klar. Zwei ist mehr als eine. Sonst hätte ich jetzt... Aber du kannst jetzt noch schlecht eine OTK starten. Okay, ich hätte eine OTK machen können mit ihm. Ja. Ah, ja, das hätte... Natürlich. Das kein, wäre gegangen, das wäre... Gab es nicht noch irgendeinen, um Zauberpfeil auf die Hand zu schicken? Ja, aber der Effekt von dem ist, er Bobo, du darfst nur genau zwei Ninjas auf dem Feld haben, damit er gilt. Ja, welcher war anderen. Das? Das war, ich weiß gar nicht mehr, wie er jetzt heißt. Da waren die. Also hast du ihn gar nicht mehr im Deck drin? Nee, den habe ich nicht mehr im Deck drin, der ist, seitdem fragt er, dass man nur genau zwei... Da lacht sie auch nur so. Wie genau zwei? Wenn du ihn und noch einen anderen Ninja hast, kannst du zwei Zauber und Pfeile auf die Hand zurückgeben. Ach, wenn du mehr hast, geht das nicht? Nee. Deswegen ist das ziemlich gebobelt und da habe ich dann echt nicht gebobelt. Hanzo, Attacke! Da gibt's dann echt Besseres, das man spielen kann. Hanzo! Da spiele ich lieber dreimal Luftrüstungs-Ninja. Oh, eine Spielkraft gegen Hanzo. Genau deswegen wollte ich nichts anderes. Aber egal, genug. Ah, mein Kopf juckt. Joa, nicht die beste Verteidigung, aber... Irgendwie gar keine Verteidigung, wie ich das sehe. Naja, nächste Runde so sieht das anders aus. Ja, okay, nächste Runde. Und sichere Zone. Der beendet einfach nur seinen Zug. Nö, er spielt noch eine. Und beendet jetzt. Genau. Das große Ratespiel. Wen wird er beschwört? WTF! Alles klar. Maskiertes Chamäleon. Hat er überhaupt irgendeine Ahnung, wie man ein Boxerdeck spielt? Scheinbar nicht. Also den spielt man ja im Boxerdeck, aber naja, den spielt man nicht einfach so aus. Aha, was konnte das Muskete Kamel? Ein Monster mit 0 Death aus dem Friedhof wieder aufs Feld holen. Ah, okay, cool. Da holt man sich Glasskin wieder. Da kann man super Sachen machen. Ja. Junge. Da muss ich mal sagen, da geht es aus. Oh, Bene, komm ordentlich, mach Platz. Ja, da geht jetzt einiges. Ja, ich hole gleich noch Kekse für dich. Ist ja gut. Jetzt setze ich aber ordentlich hin und zeig. Ich finde, Bene hat keine Kekse verdient. Alter, Bene. Was ist denn los, dass du mich abschlecken willst? Ja, du bist so böse, also muss ich streitschlichten. Also muss ich dich abschlecken. Was? Weil ich böse bin, musst du mich abschlecken? Wie abartig bist du? Alter. Ja. Also willst du jeden auf der Welt abschlecken, der jemals böse ist? Viel Spaß. Fang mit Hitlers Grab an. Der hat 1,6, ne? Bestimmt hat er. Na, wobei. Das Chamäleon hat 1,6 Collins. Achso, kann sein. Du musst doch mal zuhören. Wir waren gerade bei Hitlers Grab. Nein, da sind wir jetzt aber nicht mehr. Keine Ahnung. Hat er eins? Er hat schon gewählt, dann würde ich mal sagen. Er hat schon gewählt? Wann hat Hitler gewählt? Oh, Colin, Mann! Das ist gerade seine Phase. Ja, irgendwie schon. Ich muss gleich nochmal hin. Ja, gleich nach. Bene ist an allem schuld. Ah, hallo. Du hast damit angefangen, mich abzuschlecken, weil ich böse bin. Aha. Können wir irgendwie dabei bleiben? Genau, er war nicht genug, um das nicht im Damage Step zu aktivieren. Er hat es im Damage Step aktiviert. Dann hättest du nichts mehr anketten können. Genau. Dann im Damage Step kannst du nur Karten aktivieren, die Angriffspunkte verändern. Deswegen ja. Jetzt kann er auch keine Karten mehr verdeckt spielen. Das heißt, als nächstes kommt wieder das Chamäleon im Angriffsmodus. Pass auf, jetzt. Vielleicht kommt mal 10 im Angriffsmodus. Mächtig. Jetzt. Vielleicht kommt irgendwas anderes. Ja. Da, oder er gibt aufgeben auf. Oder so. Ja, okay, aber wenigstens gibt er auf, nicht Verbindung verloren. Das ist ja, nein, in Ordnung. Schon mal nicht schlecht. Das war das, ne? Ja, ja, das war's. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.